Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso und wir sind hier beim Quest der Gefährten, ja, Pläne stehlen und haben dann auch gleich diesen angenommen auf leisen Sohlen, weil wir kommen da nicht rein in die Festung, haben gerade mal den Tunnel durchquert und wir müssen das Tor zur Treberswacht öffnen, den Hebel suchen und wir werden das gleich einmal aktivieren, ja, weil sonst finde ich den vielleicht auch nicht. Okay. Wir sind da vollends überfordert mit der Auswahl unserer Zaubermittel, die wir da haben. Aber ich werde mich dann schlussendlich wirklich auf Feuerball und ja, sowas konzentrieren. Ah ja, und das mit dem Hör. Wir können nicht durch Türen gehen, ohne den Unsichtbarkeitszauber aufrechtzuerhalten. Das ist echt öd. Aber brauchen wir auch nicht. Wir machen das jetzt anders. Wir probieren da ganz was anderes. Wir machen da eben mit Flammenmantel, Frostmantel und so weiter und so fort. Voll auf aggressiv und mit Schwertern. Und wir schleichen aber dennoch. Und schon wieder eine. Ist da jemand? Wir machen das einmal mit Feuerball, damit wir sehen, ob der Perk, den wir da gesetzt haben, auch nützt. So. Yeah! Und, gefällt euch das? Huh? Das ist zu wenig. Wir haben die falsche Rüstung natürlich. Ist ja wieder mal klar. Wir nehmen da einfach die, ja, Schwerter in die Hand. Ja, wir spielen uns ein wenig, wir nehmen da das Schild und dann das alte Schwert. Ist das schon alles? Macht euch bereit. Okay, ging ja auch recht flott. Ich schaue, dass ich gleich die Dietriche und das Gold. Fuck you, das brauchte ich jetzt wieder nicht. Wo haben wir die blöde... Die brauchen wir und die tun wir gleich weg, ja. Das Wichtigste nehmen wir mit und... Ihr habt bemerkt, ich habe noch keine Atronachen beschworen. Das werden wir wahrscheinlich erst später machen, wenn wirklich Not am Mann ist. Und durchsuchen, wie gesagt, werden wir das auch erst viel später bei einem Video danach. Aha. Ist das aber eine Überraschung. Noch wer? Irgendwas mit hier drüben? Ja, da läuft ja einer herum. Okay, das geht ja recht flott von der Hand. Ihr werdet noch heute sterben. Ja Leute, wenn ihr wisst, wann diese Special Move Video Aufnahmen kommen, dann müsst ihr mir das sagen. Ich habe nämlich keine Ahnung, ich probiere immer mit, ja, allem möglichen Zeug hier rum, damit eben diese Sequenzen kommen, weiß aber leider wirklich nicht, wann das der Fall ist. Ja, die sind ja wirklich nicht schwer. Da ist noch wer. Oh, das ist ein blöder Magier. Und da probieren wir jetzt eben aus den verbesserten Schutz, ja. Und mit dem Schwert arbeiten wir weiter, ja. Macht euch bereit zu sterben. Was ist denn da mit dem verbesserten Schutz? Komm her.
Ah, das geht schon. Jawohl. Also der verbesserte Schutz ist nämlich ja für Magier gedacht. Wie gesagt, das Ding hier. Wir können gleich einmal nachschauen. Verbesserter Schutz erhöht den Rüstungswert um 80 Punkte und absorbiert bis zu 80 Schadenspunkte durch Zauber und Effekte. Ja, das ist ja richtig cool. Ja? Wo ist denn der jetzt? Der alte Dietrich Gold Nordranke und ja, die sammeln wir dann ein, mit dem Feental zusammen. Da können wir, glaube ich, ja, machen wir auf. Ah, da haben wir was ganz Besonderes. Muss ich euch gleich zeigen. Objekte, wir haben da ja Bekleidung. Die Knackkochmütze. Knackhandschuhe. Knacksilberring. Und falschen Knack. Ja, sieht ein bisschen blöd aus, aber wir können es probieren. Aha, nützt so gut wie gar nichts. Wie gibt's denn sowas? Ich glaub's ja nicht. Ja, ich mache hier einen kurzen Schnitt, bis ich das offen habe, okay? Also Leute, trotz meiner Ausrüstung für Schlossknacken habe ich das hier nicht geschafft. Ich habe jetzt 5 Minuten lang probiert und ja, ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich brauchen wir da einen blöden Schlüssel dazu oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Ich schaue mal, ob die da einen Schlüssel dabei haben. Gar nicht, na, haben sie nicht. Da drinnen habe ich schon gesucht. Ich mache das jetzt in der Ego-Perspektive, damit ich besser suchen kann. Da ist schwaches Gift. Das nehmen wir mit. Und da liegt auch lauter Schmonsens umher. Da haben wir schon reingeschaut. Der hat auch nichts dabei. Egal. Dann lassen wir das. Das probieren wir dann nachher. Und wir schleichen da weiter. Was habe ich denn da ausgerüstet gerade mal? Ah, den verbesserten Schutz. Ja, Blödsinn. Egal. Ich glaube, da die Map ist eh sicher. Liegt da was rum? Schuhe, Ausrüstung, Kolben, Streitkolben, nix. Wir durchsuchen das, weil wir müssen ja auch ja, die Geheimpläne finden und ich weiß nicht, wo die da jetzt herumliegen. Ja, das wollte ich eigentlich lesen jetzt, weil ich nehme an, die Bücher, die da so einzeln herumliegen, die bringen Boni. Also wenn man sie liest, Zauberbuch des Stoppes, ja, das ist ein Zauberbuch, genau. Das können wir verkaufen, weil das haben wir ja schon. Und sonst ist da ja Kommode durchsuchen. Nichts Besonderes drin, ja. Sind wir hier jetzt ganz allein? Schaut so aus, Leute. Ich bin jetzt da ganz leise. Mischtaktiken kennen wir ja schon, haben wir ja schon. Ja, irgendwie ist es mir da viel zu ruhig. Aber da ist ja niemand, oder? Na doch. Habt
ihr nicht ein Räuspern gehört jetzt irgendwo? Aber ehrlich gesagt, Leute, die Schleicherei, die ist ja auch nicht unbedingt cool. Da kommen wir nicht weiter, wir müssen darauf. Was? Ah, Blödsinn. Was war das? Ah, oh, Zauberer. Da eben, habt ihr das gesehen, wie die geleuchtet hat? Was haben wir da? Verbesserter Schutz und schauen wir mal. Ah. Schauen wir dann noch einmal kurz um die Ecke. Ja, da hinten ist ein Zauberer. Was machen wir mit dem jetzt? Wir werden den einmal, ich weiß nämlich nicht, was für einer das ist. Wenn es nämlich ein Beschwörer ist, dreht er mir die Atronachen um. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir werden da einfach mal da was reinschmeißen. Ich nehme an, ja, einen Feuerball. Und? Der lässt sich da nicht rauslocken. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Ah, das ist ein Feuerzauberer, ja. Da nehmen wir doch gleich hier mal. Puh. Ja, Frost, Eis, irgendwas mit Eisstachel, ja, Eisstachel. Ja. Es ist nämlich so ungenau in der Third Person. Seht ihr? Egal, wir gehen da einfach drauf los. Seht ihr? Die erkennt uns gar nicht. Ha! Was ist denn mit dir, Mädel? Die lauft davon? Oder? Ja, sicher. Ah, die ist unsichtbar. Oh ne. Machen wir das jetzt so weiter? Die können sich nämlich heilen auch, ja? So, egal, wir nehmen jetzt das Schwert wieder zur Hand. Oh, das war vielleicht ein Fuck, das wollte ich ja gar nicht. Die, ja, blödes Zeug, das wollte ich wirklich nicht. Wir haben da, ja, verbesserten Schutz weggegeben. Na gut. Das hatten wir auch schon. Und wir kamen da aus der Küche, ja. Dadurch suchen wir jetzt auch nur schnell oberflächlich. Trankmischbeutel, den nehmen wir mit, ja. Gut so. Knoblauch. Ja, der Doser sagt, er durchsucht nichts und ha, huhu. Eh schon klar. So, da ist wieder eine Tür und es wird Zeit natürlich. Wir kommen ja da in einer Sitzung oder in zwei gar nicht durch. Wir machen hier einfach kurz mal einen Schnitt, ja. Und harren der Dinge, die da jetzt auf uns zukommen mögen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Doso. Ciao.